mediterran, hä? Denkst du? Trocken, kühl, windig. Und das ist der Alperberg. Den nehmen wir nicht. Transbergbau und Ampipapo. Der Raffenberger Kopf ist heute mein Ziel. Mal gucken, vielleicht sehe ich ja ein paar Steinhaufen. Wie Grisler, Emil. Der hat bloß keine vernünftige Karte gezeichnet. Erstmal heißt es auf dem Killing. Von der Höhe zum Killing. Nur weil es so schön ist. Nicht wirklich, ne? Träge. Selbecker Bach. Dieselbecker. Dann gehen sie jetzt rechts. Den nächsten Berg rauf. Hier ist ja nichts los. Nicht, dass ich sie vermisst hätte. Sie ist noch da. Alter Postweg, 5 Kilometer. Aber bergig. Boah. Da war ich eben ganz oben. Da müssen wir noch. Da geht's weiter. Ein bisschen heller wird es schon. Ein Zeichen, dass ich höher komme zum Killing. Oh, Alpenberg interessiert uns nicht. Vorläufig nicht. Meckinger Bachtal gehört von seinem unteren Ende. Und in Schlangenlinien geht es weiter hoch. 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 Rat. Ratata. Rad kaputt. Ja, kommt das noch, wo es etwas flacher wird, noch vom Pferdeplatz, das ja ein Pferdewechselplatz war oder Abschirrplatz, je nachdem. Wenn man von unten kam, da darf man hier schon mit dem einen oder anderen Hausplatz rechnen, wie hier. Schließlich haben sich die Leute das Geschäft mit dem Unterstützen beim Aufstieg zumindest, schon die auch Abstieg, nicht so schnell nehmen lassen. In Lehrsam geschehen waren uns besser. Ach, der Nebel sich noch nicht so richtig lichten. Noch gegen Kötting mitgeballert. Schön hier.
kaum aus. Gewühlter Boden. Vereinstört sind die schwarzen Freunde hier gewesen. Aber haben wohl nicht nach Illingen-Haldingen gesucht. Da ist jetzt halt vorbei. Was ist? Aha. Auf dem Kampf. Auch im Blick. Gegenüber ist der Buschenberg. Ein bisschen tiefer her ist noch ein Holzkohlmeilerplatz, der ist aber jetzt nicht zu finden. Ja, mit Steinhaufen finden ist das hier natürlich jetzt auch bei dem Niederwald etwas schwierig. Dann schon eher da hinten. Eicheln. Natürlich geht auch. Dazu braucht man bloß Eichen. Hier ist eher Nadelwald. Ja, ich stelle fest, links Laub, rechts Nadelwald. Ziemlich düster, ziemlich nittig alles. Also hier Steinhaufen reinzufinden. Lesesteinhaufen oder wie Christa meinte, Grabhügel. Das halte ich im Moment für nicht angebracht. Vorne ist der Pferdeplatz. Notrufpunkt. Was haben wir denn da? HF-1HA. Sind ja ziemlich aufgeräumt hier aus. Aber ich glaube, ich müsste doch noch ein bisschen höher. Ich habe mich vom Pferdeplatz aus gen Osten gewandt, also wieder in Richtung mehr zum Meckinger Bachtal hin. Das ist ein sehr schöner Weg, der auf etwa einer Höhe bleibt. Und ich stelle also auch hier fest, dass das hier alles ziemlich zugewachsen ist. Dass man weiter keine Nachforschungen nach Hohlwegen, Terrassen und Ähnlichem machen kann. Trotzdem ein sehr schöner Weg, ich genieße ihn. Ich habe mir eigentlich eine schönere Aussicht gewünscht, aber da muss ich hier mit dem, was ich habe, vorlieb nehmen. Es geht weiter gen Osten und jetzt auch langsam abwärts ins Meckinger Bachtal. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Weg endet. Ich wollte eigentlich mehr nach rechts wieder. Da habe ich den entsprechenden Abzweig bis jetzt noch nicht gefunden. Ja, ich war fast da beim Film. Nur ich stelle fest, der Weg ist nicht begehbar. Zu viel Gestrüpp, was am Wege liegt, quer, so dass ich doch weiter Richtung Tal muss. Man sieht im Hintergrund die Alper-Bergseite, sage ich dazu. Ja, ist schon witzig hier. Jetzt bin ich in einen niedrigen Nadelwald gekommen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Weg runter, geradeaus geht es nicht weiter, oder hier wieder raus. Das ist die Richtung, wo ich hin wollte. Freue mich, hat geklappt. Man muss sich an dem hohen Nadelbaum oder die Laubbäume rechts davon orientieren. Interessant. Eine schöne große Lichtung. Dahinter ist dann Hoher Nadelwald. Dann das Gelände am Alpenberg. Ja, Baumstumpf. Quersteig. Oh. Ja. Da kriegt schon in Richtung Lennetal, ist aber alles diesig.
links schaut noch so ein Stückchen von der Siedlung zur Höhe raus. Da ist der Riegerberg halt. Ja, hier wäre ich dann auch nicht weitergegangen. Hier geht es mir dann wieder zu steil runter. So trifft es sich ganz gut. Da ist ein Weg. Da musste ich aber auch weiter runter. Das ist der Weg wahrscheinlich, den ich eben gehen wollte. Der hat sich dann aber dann den Berghang runter begeben, hätte ich fast gesagt. Da wollte ich nicht hin. Ich steige jetzt hier wieder am Waldrand hoch. Der Waldrand empfiehlt sich auch, weil das ist Schonung, wie ich jetzt das sehe. Aber hier ist, wie gesagt, am Waldrand ein Weg, den man hochgehen kann. Ich bin wieder ein kleines Stück in den Wald reingegangen. Hab hier etwas mehr Überblick. Hintergrund im Bild mit die Siedlung zur Höhe. Was mir hier aufgefallen ist, eine deutliche Kante. Da geht es steil hoch. Da ist auch eine Sitzgelegenheit zum Rasten für die Waldarbeiter, nehme ich an. Der Weg, den ich gegangen bin, ist da für da lang, wo es grün wird, zwischen Laub und Grün sozusagen. Jetzt bin ich doch etwas neugierig geworden, was das hier wohl ist. Von unten her sieht es ja aus wie eine Schanze. Hier vor mir ein bemooster Hügel. Aber erdig. Und umgefallenen Baum würde man meinen. Normale Steine dazwischen. Oh, sogar eine richtige schöne Bank. Mit der habe ich nun gar nicht gerechnet. Ja. Glasschirm, naja. Ja, hier ist eine Abgrabung. Welcher Art auch immer. Aha. Ein Wegdreieck. Dann bin ich wieder da angekommen, wo ich hin wollte. Der eine Weg kommt vom Pferdeplatz direkt. Kann ich mir noch überlegen, wie ich da weitergehe. Also hier diese Terrassenbildung wirkt zwar ein bisschen merkwürdig, kann ich aber jetzt nicht weiter einordnen. Und problematisch ist es immer, wenn da Waldwege in der Nähe sind. Das können also Relikte von irgendwelchen Planierarbeiten sein. Ja. Frage, da rechts oder links? Ja, ob da ein Weg ist, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Wahrscheinlich am Nadelwald hoch. Das ist die Richtung, die ich gehen will. Passt. Der Nadelwald endet. Damit auch der Weg. Ich sehe keinen mehr. Habe hier so freien Auslauf. Kann hier durch den Buchenwald. Ich halte meine Augen auf die ganze Zeit, ob es hier irgendwelche Steinhaufen gibt. Bis jetzt Fehlanzeige. Ich habe eine Weile einen Weg querfeld eingenommen, immer in etwas Abstand von dem Nadelwald. Der scheint hier aber auch zu ändern jetzt. Da kommt wieder niedriger Laubwald. Das Gelände ist relativ flach. Ich bemühe mich, immer an höchster Stelle zu gehen. Halte gleichzeitig Abstand, etwas größeren Abstand jetzt, zu einem Weg,
der auch den Verlauf dieses Höhenzuges nimmt, allerdings nicht auf größter Höhe. Auf dem Weg werde ich dann über kurz oder lang stoßen. Ja, wie vermutet, verengt sich das Ganze jetzt. Ich werde also auf dem Weg zustoßen, vor mir wieder etwas höhere Nadelbäume, also weniger Laub, weniger Buche, kleiner Hügel. Diesen Nadelwald besetzt. Bis jetzt habe ich nicht einen Hohlweg in dem Gelände gesehen. Wäre mal interessant, ein bisschen nach Spuren von Terrassen, Hügeln, Hohlwegen zu forschen, aber wie gesagt, bis jetzt Fehlanzeige her. Ja, jetzt muss ich auf dem Weg wieder. Hier ist dann Ende des Hürenwaldes. Ohne Ergebnis bislang. Auch ein Ergebnis. Man liegt zurück. Der Weg. Ich könnte ja jetzt über die andere Seite gehen. Oh, schräge Bäume mag ich nicht. Ich weiß, da sind Hohlwege. Teilweise habe ich die schon aufgenommen. Grob natürlich nur. Aber ich werde jetzt, um ein bisschen voranzukommen, den Weg nutzen, weil rechts ist ziemlich dicht bewachsen. Hier diesen Weg bin ich dann doch nicht gegangen, sondern bin wieder links gewesen. Hier an diesem Weg habe ich mich gehalten, der war sehr schön, bin aber wieder auf den Hauptweg zurückgekommen, der jetzt über die Höhe führt. Wie angesprochen, rechts von dem Weg befinden sich relativ flache Hohlwege, die sich parallel zu diesem Weg hier durchs Gelände ziehen. Linker Hand geht es jetzt wieder steiler. Ab sehe ich gerade. Ich habe keine Hohlwege auf der linken Seite gefunden, keine Steinhügel, keine Hügelreihen oder was immer man sich da vorstellen muss, was der Christus da gesehen haben will. Für heute lasse ich es dann mal wieder sein, um mir mehr Frust zu ersparen. Es geht jetzt Richtung Raflenbohl, vielleicht noch bis zum Schießstand in Schöpfenberg. Aber da ist jetzt Ruhe, wahrscheinlich Mittagspause. Wäre mir auch ein bisschen zu weit. Obwohl, da war ich noch nicht. Das wird irgendwann mal auf meine Route liegen. Ich halte mich dann wieder mehr rechts, wo es denn möglich ist. Vielleicht geht's am Motodom vorbei. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich mache solche Geräusche nicht. Aber da ungefähr heißt das Motodom. Und da ist jetzt allerhand los. Ich bin hinter am Hirsch runtergegangen. Noch nicht ganz unten, weil mir wurde der Weg ein bisschen zu weit. Und ich habe einen Waldweg benutzt, der führte wieder nach oben. Da habe ich mich auf der Karte verguckt. Ich hätte noch einen anderen Weg nehmen müssen, der hätte direkt zu am Damm geführt. Ich bin dann halt zu früh runter und wollte dann doch in Richtung am Damm. Obwohl das Quatsch ist, dann müsste ich theoretisch bis nach Hausegge oder bis zur Hinwiese. Da komme ich viel zu weit von zu Hause weg. Und über dem Buscherwerk auf der anderen Talseite, das ist das Köttinger Bachtal,
wollte ich dann auch nicht mehr. Also gehe ich jetzt doch wieder in Richtung am Hirsch zurück und dann zu Selbecke. Wird das einfachste sein. Meine Hoffnung, noch einen Blick aufs Motodromgelände werfen zu können, hat sich nicht bestätigt. So viel Gestrüpp, so viel Wald davor. Nur die Hauptstraße ist zu sehen. Nicht so viel Verkehr heute. Überall kleine Bäume rechts, also muss ich hier schon runter. Ja, den Buscherberg. Den habe ich mir dann mal geschenkt. Aber den Riegerberg, den nehme ich mit. Lacht ja mal. Über den Selbecker Steg. Geht zurück. Sind wir denn noch nicht oben? Nö. Noch lange nicht. Nur zu.